Schaut mal, was ich hier gefunden habe. Ich glaube, das ist eine ehemals rosa Posthornschnecke, zumindest sind so welche hier in dem Becken, ohne Haus. Aber ich dachte ehrlicherweise ohne Haus. Also ich muss ja zugeben, als ich neulich hier ein paar rausgeholt habe, weil aus dem Becken sollten eigentlich die Schnecken raus, also dezimiert werden. Da habe ich an einem Schneckenhaus gezogen und dann hatte ich nachher das Haus in der Hand und die Schnecke, war noch festgesaugt sitzen geblieben. Da hatte Stefan mich schon mal vorgewarnt. Das habe ich bisher aber noch nie hingekriegt, bis auf da. Kann das sein, dass das jetzt noch die Schnecke ist? Aber die war viel, viel, viel kleiner. Die wird gerade mal so groß wie mein kleiner Fingernagel. Und die hier ist jetzt eher schon wieder Daumennagel groß. Also keine Ahnung, ob die das jetzt noch ist. Habt ihr das schon mal gesehen, dass da eine Schnecke ohne Schneckenhaus überlebt hat? Also ich finde das gerade sehr skurril, aber offensichtlich lebt sie ja noch.